Genau, das ist auch so typisch diese weltpolitische Lage des Kalten Krieges. Ne? Ja. Die dekolonisierten Länder, an welchen Block fallen die jetzt? Ne? Fallen die an den freien Westen oder schließen sich dem an? Also man an, war für oder, die Freiheit und für die Demokratie, aber man hatte Sorge, dass sie kommunistisch werden. Ja, ja, genau. Also das wurde immer so geostrategisch gesehen. Ne? Ja. Also es ist diese Bipolarität des Kalten Krieges. Ne? Also was passiert mit diesen neuen unabhängigen Ländern jetzt? Ne? Sehen Sie da Parallelen zur Gegenwart? Also heute hat man keine Angst mehr vom Kommunismus, aber heute hat man Angst, dass Entwicklungsländer, wenn die frei wählen, islamistisch werden. Ja, also das ist sozusagen, ich meine, mit dem Kommunismus ist immer so die Frage, ob der dann frei gewählt wurde oder so. Ne? Also weil natürlich in Angola und so dann auch gab es ja diese bürgerkriegsähnlichen Zustände dann, ne? Heute bei nach der Arabellion, ne, war sozusagen, wo man, die man erst begeistert begrüßt hat im Westen und dann gesehen hat, also auch in Tunesien etwa oder so, ne, dann wählen doch viele eine islamistische Partei. Ja. Das ist eigentlich der alte Diktator einem lieber, ne? Ja. Also auch im Irak übrigens, ne? Also da sah ich die Parallele, weil früher hat man ja dann oft, man war zwar schon für Demokratie und Freiheit, aber die Angst vor dem Kommunismus hat dazu geführt, dass man dann oft Diktatoren gestützt hat, wie Chile und so weiter. Das war ja die Strauß-Linie, ne, auch. Und zwar nicht, weil man die Diktatoren gern gehabt hat, sondern man hatte eben Angst vor dem Kommunismus. Und heute stützt man, glaube ich, oft Diktatoren, zum Beispiel Ägypten, weil man eben Angst hat, wenn der nicht da wäre, wäre es noch schlimmer, nämlich, dass die Islamisten dann regieren. Ja, vor allem gibt es ja ein Mindestmaß an Rechtssicherheit halt bei Diktatoren, auch für Investitionen und so. Ne? Also bei solchen, diese Form von Diktatoren. Ne? Ja, ja. Aber also dieses Schema des Kalten Krieges war eben natürlich gerade für die FAZ sehr bestimmt. Ne? Mhm. Also auch eben bei dieser Frage Dekolonisierung. Ja.